Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir basteln heute ein bisschen weiter an der Bude. Ich habe echt Bock. Hier, ihr seht's, ich war sammeln. Ich war ohne Ende sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Und auch Holz hat sich ein bisschen was getan. Ich habe das ganze Zeug aus der Truhe hier noch hingebastelt. Und ich habe auch davon noch was gesammelt. Also ich denke, normales Holz sollten wir erstmal genug haben. Kernholz bin ich mir nicht ganz sicher, wie lange es reichen wird. Wahrscheinlich nicht allzu lange. Mir ist eine Sache bei der Sammlerei aufgefallen. Wenn wir den Reif aufhaben, haben wir keinen Helm mehr. Das ersetzt den Helm. Hat auch Rüstung 2. Ist natürlich nicht so geil. Finde ich doof. Ich dachte, das Ding können wir zusätzlich aufsetzen. Ist mir nicht aufgefallen, die letzten Folgen. Und jetzt fiel es mir auf und ich hätte fast weinen müssen. Naja, was soll's. Wir machen trotzdem weiter. Ich lasse den Reif jetzt erstmal auf. Und wir basteln hier ein bisschen an der Hütte. So, wir brauchen Kernholz, das haben wir. Da oben kommen noch zwei Dingers dran. Eins und zwei. Schon wieder alles komplett weggegammelt hier, ne? Geht aber auch immer schnell. Und hier drüben, das heißt, die Dinger auch oben dran. Hier unten kommt der ganze Spaß genauso hin. Sieht das bei uns vorne auch so hässlich aus? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir gucken nochmal. Weil das am inneren Balken dran ist. Achso, wir haben einfach noch einen davor gebaut dann, genau. Okay. Ich habe echt Bock. Ich möchte es hier endlich fertig kriegen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, das ist immer der Letzte. Immer. Egal, was du machst, das Letzte wird immer scheiße. Also, ich glaube, das sieht einfach so hässlich aus, aber wir sehen es dann nicht mehr. Weil wir haben jetzt kein normales Holz. Naja. Ich wollte jetzt gleich mal mit ranbasteln. So. Ach, dieses Gerüst. Ich glaube, das sollte so passen, oder? Bloß halt hier in der Mitte wieder raus, ne? Ah, es ist alles viel zu eng. Warum habe ich auch den Steinmetz genau dorthin stellen müssen? Das sieht doch prinzipiell schon mal gar nicht so kacke aus. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Wir die einfach durchgezogen hiervon? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen halt echt immer mal wieder gucken gehen. Es tut mir leid. Nee, da ist nämlich auch so ein Balken dann. Das heißt, wir brauchen noch normales Holz. Zum Glück gibt es davon hier ein bisschen was. Und dann machen wir das Ganze nochmal. So, also wir hatten anscheinend hier nochmal das so, obwohl das auch nicht so wirklich sein kann. Ach Mann, es regt mich auf, dieses Gerüst. Wir haben das doch hier vorne nicht so hässlich. Mich nervt das jetzt. Haben wir diesen Eingang hier schon gebaut? Ich muss jedes Mal drum rumlaufen. Doch, das ist hier genauso hässlich. Es geht halt einfach in den Balken rein. Okay. Aber jetzt muss ich hier drüben gleich nochmal gucken. Wir haben hier von außen, wir haben dann nochmal eine Konstruktion gemacht und erst an die haben wir die Dinger gebaut. Okay. Dann haben wir das nämlich drüben falsch gemacht. Jetzt wissen wir es zumindest. Ach komm, lass mich durch. So, die sind auf jeden Fall falsch. Die müssen wieder weg. Wenn ich weiter so in dem Tempo hier arbeite, dann wird das definitiv nichts vor Folge 300 mit dem Haus. Das habe ich einfach so dran gestellt, glaube ich. Und so. Und dann haben wir hier diese Querbalken gemacht, genau. Den ganzen Spaß so davor, damit die Kreuze auch ein bisschen besser aussehen. Und zack. Und dann können wir da noch einen dran basteln und dann kommen dort die Kleinhölzer dran. Ja, dann wirkt das Ganze nämlich auch etwas dreidimensionaler. Das sieht schon besser aus.
Jetzt gehen wir einmal noch drüben gucken. Und dann machen wir hier wirklich weiter. Wir haben das hier dann einfach noch nicht weitergebaut. Genau, es sieht halt, ist ein bisschen versteckt hinterm Baugerüst. Das heißt, da kommt auch nochmal was drumherum. Okay, ich habe es verstanden. Das System ist wieder im Kopf. Jetzt kann es weitergehen. Da oben haben wir die Dinger drauf. Das passt alles soweit. Dann haben wir dort Eingang. Das heißt, hier können wir dann gleich erstmal so ein bisschen Freestyle-mäßig entscheiden, was wir da dran machen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und zack. Da haben wir das. Hier wieder ein Balken drauf. Komm schon, da auch noch einen drauf. Und der ganze Spaß hält erstmal wieder. Ich glaube, fast auf der Seite machen wir einfach so weiter, oder? Dass wir hier so einen kleinen Ausguck noch haben, oder wie machen wir weiter? Komm, wir machen das jetzt einfach so. Ich möchte einfach nicht so langsam sein heute. Damit wir hier auch ein bisschen was schaffen und ihr mir nicht alle einschlaft beim Gucken. Wir machen einfach genauso weiter. Zubauen können wir es später immer noch. Achso, Moment, hier muss nochmal so ein Balkendings dazwischen. Na, wir hatten es doch. Da haben wir es. So. Hier hinten soll ja eh kein Eingang mehr reinkommen. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Licht. Mensch, meine Stimme heute. Es tut mir leid. Die Frage ist nur, warum snappt das hier nicht ein? Ne, wir werden wahrscheinlich gar kein Licht haben, weil das Dach dann noch so weit bis hier runter geht, dass hier gar nichts mehr reinscheppert. Reinschimmert. Wollte ich eigentlich sagen. Hier überall ein zu viel dran gebaut. Es scheint so, als wäre mir da ein Fehler unterlaufen. Ich und Fehler. Niemals. Das heißt aber natürlich auch, wir müssen die ganzen Kreuze da oben weiterbauen. Boah, das ist ganz schön lang, ne? Naja. Wäre es mir fast wieder passiert. Ne, ich glaube, der sitzt nicht ganz so, wie er soll. Yep, so ist besser. Und einen oben drauf. Guck mal, jetzt geht's doch schon viel schneller voran. Darf halt nicht immer so viel trödeln. Es tut mir leid, ich mache das auch nicht mit Absicht. Bin einfach prinzipiell ein langsamer Mensch. Ich denke, das hat was mit dem IQ zu tun. Jetzt wird's wieder so verdammt neblig. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wann sind wir denn wieder hier drüben? Hier. Ab der Stelle. Zwei noch. Aber wir sind doch schon ein ganz schönes Stück vorangekommen. Mit zwei so ein Dingern. Ich habe echt so Schiss vor dem Dach. Ich sag's euch. Lecker, lecker Honig mit Möhre. Was eine geile Kombi. Ja, ich habe echt ein bisschen Schiss vor dem Dach, ich gebe es offen und ehrlich zu, weil Dächer sind halt in Valheim auch nicht ohne. So, das haben wir auch. Perfekto, es geht voran. Einfach jetzt fix hier hinten zuzimmern. Bringt auch nichts, wenn wir uns komplett in Details verlieren und dafür aber nie ein Ende in Sicht ist. Gut aus. So, jetzt sind wir wieder hier drüben. Das heißt, hier geht es jetzt genauso weiter wie vorher. Und das machen wir jetzt noch zwei Balken lang oder zwei Abschnitte. Und weiter. Normales Holz ist auch leer. Sehr geil. Ich habe bestimmt irgendwo einen Fehler drin von Anfang an und der zieht sich jetzt über die ganzen Reihen und wir müssen es alles wieder abbauen. Ich sehe das schon. So, wir brauchen normales Holz. Her damit. Balken dazwischen.
Und weiter hier. Zack und zack. Jawohl, jetzt wird das langsam was. Eine Folge, fast eine komplette Seite. Und die Folge ist gerade mal halb rum. Wuhu. Jawollo. Jawollo. Das heißt, wir haben es. Hier oben müssen dann... Ach nee, die Kreuze haben wir schon drauf. Das haut hin. Habe ich die auch wieder falsch gesetzt? Ja, die habe ich hier innen gesetzt. Die müssen allerdings außen dran. Ich glaube, hier vorne hatten wir das letzte Folge schon bearbeitet, ne? Nee, hier sind die auch inne. Warum denn das? Ach, hier drüben haben wir die bearbeitet, ne? Also die müssen auf jeden Fall außen drauf. Wo habe ich die denn drauf abgestellt? Ich habe die auf die normalen gestellt. Also auf die runden, nicht die normalen. Ah, okay. Alles klar, müssen wir noch bearbeiten. Ganz wichtig. Ja, wir lassen das nicht so. Wir machen hier zwischendurch auch mal zu und keine Ahnung, vielleicht machen wir auch noch coolere Sachen mit rein. Aber Hauptsache, das Ganze steht erstmal einigermaßen. Das heißt, ihr müsst weg, ihr seid falsch, euch möchte keiner. Und dafür kommt ihr hier drauf. Aber so weit weg? Ach, hier stimmt. Ah! Knappe Bude. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Aber doch, die sind so weit weg. Wir haben die wirklich auf die Äußeren gesetzt. Alter Schwede, das war fast der Tod, ne? Schaut mal, so eine kleine Höhe. Wär's schon wieder fast gewesen. Wildschwein hat sich totgelacht da drüben. Dachte sich, so ein Idiot. Lass dir noch einmal runterfallen, dann fress ich ihn. So, Kreuz 3, Kreuz 4. Und das Ganze dann nochmal hier drüben. Nee, wir hatten ja nur 4 insgesamt. Ich bin schon wieder verwirrt. Gut, dann haben wir das. Sammel mal das Holz hier bitte ein. Komm schon. Dann kann ich mir das angucken, ob das wirklich so aussieht wie hier. Aber es sieht wirklich so aus. Das heißt, wir brauchen hier... Mal gucken, ob der Steinmetz reicht. Ach, natürlich nicht. Er steht ja nur 5 Meter weiter davon, aber das reicht nicht aus in dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den noch hinbauen soll. Können wir den hier drin auf die Platten stellen? Bestimmt, ne? Steinmetzi. Petzi, Letzi. Bam. Dann bräuchten wir natürlich auch noch Stein. Ich glaube, wir haben die komplette Truhe voll. Sag ich doch. Nehmen wir mal 100 mit. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Bauhammer auch gleich kaputt. Geilo. So, wir hatten die 4x2 Mauer. Punkt so gesetzt, dass die genau so sitzt. Also so. 1 und 2. Und 3. So soll sie sitzen. Das heißt, wir können auch hier die ganze Balkenkonstruktion noch weiter basteln. Haben wir die hier nochmal dazwischen gehauen? Ja, haben wir. Ich sehe es von hier. Zack. Zack. Also das können wir jetzt erstmal komplett bauen, bevor wir da später hier nicht mehr rankommen. Das ist richtig, das passt. Wir haben die dann auch oben gesetzt, naja. Ach, Menno. Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass mir das hier ganz schön eng ist? Glaube nicht. Haben wir das so gemacht? I'm not sure. Gut, also hier erstmal Kreuze drauf. Auch wieder Kreuze. Die haben wir aber dann wiederum vorne gesetzt. Ja, warum mache ich denn aber auch so einen Quatsch? Also, wir haben... Boah, diese Kamera, ne?
insgesamt zwei nebeneinander. Aber wir haben hier nicht nochmal so einen Balken reingesetzt. Also wir haben das okay, alles klar. Ich habe es mir gemerkt für 5 Sekunden und gleich habe ich es wieder vergessen. Also, das nicht. Gar kein Fall. Das weg. Das hin wird eh gleich zusammenbrechen. Das hin. Es könnte sogar sein, dass wir hier einen Rundholzbalken gesetzt haben. Habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Ich sag's euch doch. So, dann brauchen wir das Ganze für quer. Und haben das so hier reingesetzt. Über die ganze Fläche lang, ne? Jo. Und dann haben wir das Ganze nochmal aus irgendeinem Grund genau dran gesetzt. Dann kann das ja nicht gesnappt haben. Das einfach so dran geballert. Wir reißen mal hier eins weg. Geh mal weg jetzt. Das sitzt drauf. Und das haben wir dann anscheinend wirklich einfach noch so mit dran. Und wir haben hier an dem Ende auf jeden Fall zwei Rundholzbalken. Na komm, bevor es abfällt. Wie ist jetzt richtig, so oder so? Ich hoffe einfach mal so. Und dann haben wir da noch einen dran. Boah, den kann ich doch nie perfekt setzen jetzt. Hä? Es tut mir leid, ich bin wirklich zu doof. Wie habe ich das denn gemacht? Weil an dem sind die hier dran, aber das wäre doch, das passt doch gar nicht. Ich habe den irgendwie so voll reingesetzt. Ah, was habe ich hier schon wieder für ein Schundluder getrieben? Ja, doch irgendwie so, aber dann müsste ja diese ganze Geschichte ganz anders aufgehen. Ich habe hier auch zwei so eine Balken. Das sieht eigentlich dem drüben sehr ähnlich. Aber an dem zweiten Balken ist die ganze Geschichte dran. Achso, na gut, wir haben ja auch zwei. Also den haben wir hier dran. Ja, ich hatte das dann einfach später nochmal gemacht, um die hässlichen Stellen zu überdecken. Jetzt kommt es mir wieder. So, und dann haben wir hier Bam dran gesetzt. Ach, gib Holz. Dann haben wir das nämlich so. Und dann müssen wir anscheinend hier drüben dann noch so weitermachen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die zwei. Zwei hintereinander, bisschen Platz und eins. Gut, das eine hier hinten dran haben wir noch nicht. Aber das passt. Und den haben wir auf den hinteren gesetzt. Aber wie sind wir dann hier drüben verblieben? Noch gar nicht, ne? Ne, hier ist einfach eine Kante drin. Gut. Ja, es tut mir leid. Es ist schon wieder ein paar Folgen her. So, Kreuze haben wir jetzt gesagt auf das hintere. Macht sich mega gut zu platzieren, nur mal so nebenbei angemerkt. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir hier auf das Ding drauf. Wenn uns das Baugerüst lässt. Ach, natürlich. Jetzt ist der Hammer kaputt. Ach, ja. Nee, Dach ist noch nicht drüber. Das Spiel hat recht. Ist insgesamt dann schon echt eine ganz schön fette Wand, ne? Aber ja, es soll halt auch ein bisschen, ja, dreidimensionaler. Ich sag so oft, aber genauso soll es halt natürlich auch wirken. Dann können wir da nicht einfach nur so... Uiuiuiui. Können wir da nicht einfach nur so eine Wanddicke an Holz oder eine holzdicke Wand hinstellen. Jetzt haben wir es. Folge gleich schon wieder rum. Aber dafür haben wir doch ein bisschen was geschafft. Ich würde es halt echt gerne schaffen, vielleicht nächste Folge die Fassade zumindest erstmal so weit bis hierhin fertig zu kriegen. Also den Rest hier oben noch und da drüben die Seite noch, dass wir wirklich die Fassade stehen haben. Was wir hier mit diesem runden Ding machen, das kommt später. Da möchte ich erstmal hier vom Haupthaus das Dach und alles drauf sitzen haben, um zu gucken, wie wir das dann integrieren. Aber wäre halt cool, wenn wir das demnächst schaffen würden. Da eins hin.
Ach komm, immer, ich sag doch immer das Letzte. Warum machst du jetzt so Faxen? Es sitzt eigentlich viel tiefer ein. Och, Menno. Warum tut's das? Hier ist anscheinend irgendwas im Weg. Kann das sein? Sind das vielleicht die Balken hier? Oder der Balken? Boah, und diese Kamera, ne? Es ist... Moment, wir zoomen jetzt rein. Ganz langsam. Nehmen das Ding und es passt einfach nicht drauf. Warum denn nicht? Ich habe das Gefühl, dass das schon viel zu weit drüber kommt. Haben wir hier irgendwas falsch gemacht? Also so haut definitiv nicht hin. Ich glaube, dass hier das irgendwie im Weg ist. Sammel das mal ein. Jetzt haut's hin. Auzin ist mein Name. Ja, so ist okay. Kriegen wir die jetzt trotzdem noch dran gesetzt hier, ohne dass das richtig kacke aussieht. Dann geht das nämlich so rein und wenn wir jetzt einfach wieder das hier draufgesetzt bekommen... Ja, dann haben wir es doch einigermaßen. Es kommt ja sowieso nochmal hier so ein Dings davor, ne? Das haben wir ja jetzt festgestellt, dass ich mir das irgendwann mal so gedacht hatte. Dass das dann so hier wird. Ja, ich glaube, so passt. Und dann können wir... Ach, wir haben kein Kernholz mehr. Na gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Wir können auch mal ganz kurz hier drüben illern gehen. Aber ich glaube, es ist so richtig. Das geht dann auch in so normalen Längsbalken rein. Genau, das passt. Das ganze Zeug nochmal drumherum. Haut hin. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir machen morgen 19 Uhr weiter. Bis dahin. Macht's gut.